Willkommen zur Ladies Night vom WDR für das Erste aus dem Gloria in Köln. Guten Abend und schön, dass ihr da seid. Gott, entschuldigt bitte, ich komme direkt von der Gartenarbeit. Ja, ich habe doch hinter der Bühne schnell noch ein paar Beete angelegt. Ja, jetzt nichts Besonderes, nicht? Schnittlauch, Petersilie, Kerbel, Kresse, Karotten, Zucchini, Paprika, Bohnen, Gurken, nichts. Das war's im Grunde auch schon gut. Fürs Auge noch ein bisschen Zierkürbis, nicht? Ja, ich meine, es sind harte Zeiten. Wenn selbst die Preise im Supermarkt steigen, da wirst du halt zur SelbstversorgerIn, nicht? Ja, ich meine, alle anderen hamstern doch, oder? Momentan ganz oben in den Hamsterbackencharts, na, Mehl und Sonnenblumenöl, ja. Ich habe mich immer gefragt, wofür? Also ich meine, ich bin ehrlich, ich habe das mit diesen Hamsterkäufen und diesen Panikkäufen nie begriffen. Hat nicht jeder normale Mensch mindestens 200 Rollen Klopapier und 50 Kilogramm Mehl und Zucker und 50 Liter Speiseöl? Nein? Okay. Also ich meine, mittlerweile haben wir ja Übung mit den Hamstern, oder? Das ging doch schon während der Pandemie los. Habt ihr es mitgekriegt? Die haben doch untersucht, wer damals was gebunkert hat. Das war sehr süß. Also bei uns Deutschen ganz oben, na, Klopapier und Desinfektionsmittel, korrekt. Bei den Amis waren es Handfeuerwaffen, ja. Ja. Bei den Franzosen waren das Kondome und Rotwein. Bei den Holländern, na was wohl. Marihuana, ja. Kein Witz, nein. Und den Vogel abgeschossen haben allerdings die Österreicher. Ich meine, komm, es hätte so schöne Sachen gegeben, die man hätte bunkern können, nicht? Knödel, Topfen, Gulatschen, Sachertorte, also. Und was haben die Ösis gebunkert? Nagellack. Also, ist doch der Wahnsinn, oder? Die Welt geht unter. Der Ami ballert, der Holländer kifft, der Franzmann pimpert und säuft, ja? Wir sitzen keimfrei auf der Schüssel. Und der Ösi macht Maniküre. Nach dem Motto, okay, Frau, auch wenn Apokalypse ist, Hauptsache wir haben die Nägel schön, gell? Küss die Hand, okay, küss den Arsch, ist die gleiche Haut, gell? Ich habe das mal ausgerechnet mit diesen Hamstern. Jetzt pass mal auf, also so ein Feldhamster, der wiegt circa 300 Gramm, so. Bunkert aber in seinem unterirdischen Bau bis zu 90 Kilogramm Futter. Das ist quasi das 300-fache von seinem Körpergewicht. Wenn ich das jetzt auf mich umrechne. Dann ist es was? Ja, natürlich viel zu wenig. Deshalb Hamstern, Entschuldigung bitte. Ich Biber, ja. Da ist alles ein bisschen größer, nicht? Ich meine, ich bin ja nicht doof, komm. Gleich zu Pandemiebeginn habe ich meinen Garten umfunktioniert zum Hochleistungsbauernhof, nicht? Daphnes Futterfarm, ja. Tja, der eine investiert eben in Edelmetalle und ich in Ackergold, nicht? Aber wartet nur ab, wenn die Kohlrabi-Krise kommt. Oder die Brokkoli-Blase platzt. Und nicht mehr der Dollar, sondern der Dill-Leitwährung ist. Da gucken doch Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos dumm aus der Wäsche, oder? Ja, dann bin ich nämlich der reichste Mensch auf der Welt. Und das Gute ist, bis dahin kann ich mein Geld sogar essen. Außerdem habe ich mir überlegt, könnte ich ja den restlichen Garten mit Sonnenblumen zubrettern. Ja, natürlich. Und wenn ich dann im Herbst das gepresste Öl verkaufe, oh Gott, was mache ich mit dem ganzen Geld? Naja, ich könnte auch mal wieder voll tanken oder die Heizung auf 5 drehen, nicht? Oder ich kaufe Twitter. Jetzt habe ich so viel über Essen und Gemüse gesprochen, glaubt das, jetzt habe ich richtig Hunger. Gott sei Dank geht es thematisch gleich passend weiter. Hier ist für euch die unbezahlbare Franziska Wanninger. Ach,
Servus. Servus Köln. Ach Gott, ich sag's Ihnen, geht's Ihnen auch so, dass alles so kompliziert worden ist? Ich finde, alles ist so kompliziert worden. Du kannst auch niemanden mehr einfach so zum Essen einladen, weil jeder macht irgendwas anders. Irgendwie lebt Low Carb oder Paleo oder lebt vegan oder isst nur noch das, was die Natur von selber hergibt. Pferdeäpfel zum Beispiel. Das ist alles so kompliziert worden. Dann machen jetzt alle immer Sport, gell? Also Yoga. Und ich war einmal in so einem Wellnesshotel, gell? Mein Gott, da ist so ein Führer da gewesen, der hat uns dann alles in Ruhe gezeigt, also Führer, weil das Hotel war in Österreich. Und da war dann so ein großer Gymnastikraum und der hat dann gesagt, ja, da ist jetzt dann gleich Yoga. Und ich dachte, toll, das probiere ich auch mal aus, gell? Yoga. Die Stunde beginnt. Hallo, grüß euch, servus. Ich bin die Marille, euer Yoga-Instruktor. Wer von euch hat denn noch niemals Yoga gemacht? Ah, wie heißt du? Franziska. Wir orientieren uns heute mit der Schwierigkeit an unserem schwächsten Glied, der Franziska. Wir begeben uns in den Kopfstand. Ja, und glauben Sie, das hätte ich geschafft? Freilich, wie ein räudiger Hund bin ich im Vierfüßlerstand hängen geblieben. Und die Marille hat natürlich gesagt, das ist überhaupt kein Wunder, weil ich bin über 35, hat sie gesagt. Und über 35 ist man sowieso faszienmäßig unwiderruflich verklebt. Die hat mich gleich direkt weitergeschickt zu ihrer Kollegin, Personal Trainerin Svetlana, 32, aus Bulgarien. Mit einem Körperfettanteil von -7. Aber ich sage Ihnen, es gibt was, was viel, viel effektiver ist als Sport. Und zwar Photoshop. Ja. Du kannst alles dir photoshoppen, deine ganze Existenz kannst du dir photoshoppen. Ja, schauen Sie mal auf Instagram. Ja, freilich, da hast du nämlich dann diese ganzen Leute und die machen Schneeengel, Hashtag Sun, Hashtag Snow, Hashtag Kitzbühel. Und in Wirklichkeit links auf der Verkehrsinsel, Hashtag, da hat der Hund hibieselt. Aber gut, also ich meine, ich schaue in Wirklichkeit auch nicht so aus, wie Sie mich jetzt sehen. Na, also zum Beispiel meine Haare, gell, das kennen Sie vielleicht aus dem Baumarkt, das ist so ein Ziergras für den Balkon. Da gehe ich einmal mit dem Lockenstab durch, gell, merkt kein Mensch. Ich mein, Sie sitzen jetzt näher, Sie sehen auch, dass ich jetzt auch schon so die ein oder andere falte. Ja, aber also die brenne ich mir vor dem Auftritt immer mit dem Laser rein. Ja, aber wissen Sie, also das mache ich für Sie. Ja, weil wissen Sie, das Kabarettpublikum ist ja meistens ein bisschen erfahrener. Und dann ist das so ein Bonding-Moment. Wissen Sie, dann sitzen Sie da unten und sagen, siehst du es, die hat auch Falten. Und nicht bloß im Kleidl. Das Ding ist, ja. Da sind wir gleich auf einer Ebene einfach. Ja, also der Körper ist auch nicht echt. Es ist so ein Anzug, da steige ich vorher rein. Also drunter bin ich immer noch 1,70 groß. Aber Maße habe ich. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Aber also man merkt es tatsächlich nur, ich sage Ihnen einen Trick, man merkt es tatsächlich nur im Schwimmbad. Ja, im Schwimmbad merkt man es. Die Frauen, die mit der Zellulite und den Dellen beim Gehen, die haben alle so einen Anzug an. Das ist ein Materialfehler, da lasst das Plastik langsam noch. Und man merkt es, wenn man ganz genau hinschaut an der Seite, an so einem ganz am hauchfeinen Reißverschluss. Und jetzt werden Sie sich natürlich zu Recht fragen, warum machen das Menschen, ja? Dass man sich jetzt irgendwie vermeintlich negativ verändert. Und ich sage Ihnen was, ja? Wenn eine intelligente, humorvolle, erfolgreiche Frau auch noch äußerlich perfekt ist, ja, das hält doch gar kein Mann aus. Und ich geb's zu, nicht nur der, auch ich selber.
Wenn ich heute jemanden kennenlerne, der ausschaut wie ein Topmodel, intelligent, schlagfertig und dann auch noch nett, dann werde ich auch misstrauisch und schaue nach einem Reißverschluss. Franziska Vanilla. Ach, Kinas, alles neu macht der Mai, heißt's, gell? Temperaturen hoch, Inzidenz runter, Zeit wird's. Ja. Das ist vor allem meine Schwiegermutter braucht dringend wieder ein bisschen Sonne. Ach, die sieht mittlerweile aus wie dieser Fisch, den sie freitags immer zerkocht, gell? Ganz schlimm. Und grün braucht sie, sehr viel grün. Ja, die wird doch in dieser kalten Jahreszeit immer so trübsinnig, gell? Ach, da redet die ganze Zeit vom Sterben, ganz schlimm. Oh, sobald ein trauriges Lied im Radio kommt, sagt sie, schreib mal auf, das wäre doch was für meine Beerdigung, gell? Sag ich mal, hast du dir die Liste schon mal angeguckt? Die reicht für ein zweiwöchiges Festival, ja? Sag ich, wenn du wirklich eine Liste machen willst, dann lass uns doch einfach mal eine machen mit den Leuten, die ich mal informieren soll bei deiner Beerdigung, wenn es tatsächlich eines Tages mit dir mal so weit ist. Oh, sagt sie, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, sag ich eben. Also haben wir uns hingesetzt, den Namen für Namen durchgegangen, nicht? So, also Tante Katie, Tante Margot, nee, sagt sie, wenn die kommen, komme ich nicht. Also... Die macht mich wahnsinnig. Diese Frau macht mich wahnsinnig, das ist unglaublich, nicht? Sag ich, vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen Ablenkung, um auf andere Gedanken zu kommen. Wie meinst du das? Sag ich, na ja, sag ich jetzt unter uns, der Schwiegerpapa ist jetzt seit 15 Jahren nicht mehr unter uns. Sag ich, vielleicht müsst ihr doch noch mal einen Mann kennenlernen. Wie jetzt? Sag ich, na ja, komm, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre denn so deins? Was fürs Herz oder nur so für, na ja, so Knickknack, weißt du Bescheid. Sagt sie, spinnst du? Männer in meinem Alter wollen doch nur noch versorgt und gepflegt werden. Die holt man doch nicht mehr stationär ins Haus. Nur noch ambulant, nur noch ambulant. Gut, habe ich gedacht, wie und wo kriegst du die jetzt vermittelt? Jetzt hatte ich mich im Dorfblättchen gelesen, dass es im Nachbardorf ein Senioren-Speed-Dating gibt. Je nach Pandemielage sogar mit Plexiglas dazwischen. Oh, sag ich, das klingt vernünftig, nicht? So, jetzt habe ich die Schwiegermama hingefahren, sag ich, also viel Spaß, nicht? Ich bin extra, als sie ausgestiegen ist, noch einen Moment stehen geblieben. Nicht, dass wenn die drin ist, ich gleich wieder ausgerufen werde, nicht? Die Schwiegermutter möchte sofort aus dem Opa-Paradies abgeholt werden. Aber sie hat es durchgezogen. Danach sage ich, und wie war's? Sagt sie, ach, na ja, du weißt, ich bin doch immer so langsam. Wie konnte ich das vergessen? Speed-Dating, was für eine Schnapsidee, wirklich. Die ist doch so eine Trödel-Else. Ich sag schon immer zu ihr, sag ich, lauf schneller, sag ich, die wächst doch schon Moos an den Füßen. Und wirklich, also die ist, sagt sie, ja, du weißt, ich bin doch immer so langsam. Du, da habe ich gerade gesessen, dann haben die schon dreimal geklingelt gehabt, nicht? Also... Sagt sie, und da wusste ich auch nicht, was ich für Fragen stellen sollte. Bin ich ehrlich, da wäre ich auch überfragt gewesen. Nicht? Also ich meine, gut, vielleicht soll ich mich mal damit auseinandersetzen, man wird ja auch nicht jünger. Was fragst du so einen charmanten Silberpudel, wenn er dir gegenübersteht? Ja? Haben sie noch eigene Zähne? Finden sie noch alleine nach Hause, nicht? Wie war Kaiser Wilhelm so? Nee, sagt sie, also, das war nichts für mich. Sagt sie, aber die Leonie hat uns doch neulich auf ihrem Handy diese App gezeigt. Dieses Finder. Sag ich, nein. Schwiegermutti, das heißt Tinder. Tinder heißt das, gell? Sag ich, frag mal deine Leonie. Sag ich, die findet doch immer alles. Sag ich, vielleicht gibt's ja sowas für Senioren. Da kommt zwei Tage später meine Schwiegermutter um die Ecke, sagt sie, die Leonie hat tatsächlich eine für Senioren gefunden. Ist das nicht toll? Sag ich, nee, oder? Doch, die ist ganz toll. Wirklich, also mit extra großen Buchstaben und Lupenfunktion und sogar so ein Alarmknopf. Sag ich, und wie heißt diese App? Nicht mehr ganz neu.de? Rentner-Parship? Alle 11 Jahre verliebt sich ein Senioren-Single, vergisst es danach wieder? Sagt sie, ach du wieder. Ich kann dir sagen, wie die heißt. Der Greis ist heiß.
Sag ich, grundgütiger. Sag ich, aber bitte, bitte sag mir, dass ihr euch da nicht so komische Bilder zuschickt, oder? Dann sagt sie, meinst du solche? Und ich schwör's euch, meine innere Stimme hat mich angefleht. Guck da nicht hin! Aber jetzt weiß ich, was ein Seniorenstift ist. Da freue ich mich doch schon aufs Älterwerden, nicht? Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf meine nächste Gästin. Und die begrüßen wir mit einem Hallo auf Türkisch. Und das heißt wie? Hallo! Ist es nicht praktisch? Hier ist für euch Aylin Lefkeli. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Aylin Lefkeli. Ich komme aus einer türkischen Familie, also ich habe türkische Eltern und ich bin die jüngste von 3 Mädels zu Hause. 3 Mädels, ne? Das war für meinen Vater wie bei Geh aufs Ganze. Allerdings war hinter Tor 1, Tor 2 und Tor 3 überall der Zonk. Bei meiner Geburt meinte er dann, Herr Doktor, was das? Schon wieder Mädchen? Tauschte um Land. Aber sie haben mich behalten und meine Mutter wusste schnell, Integration ist hier ganz wichtig, also in erster Linie natürlich für ihren Mann. Und das hat sie gut gemacht, denn das Ergebnis, ich sehe zwar noch so aus, aber das war's. Mittlerweile habe ich sogar mehr deutsche Skills als mein deutscher Ehemann, angefangen bei Pünktlichkeit. Wenn ich sage 15 Uhr, dann meine ich 14.50 Uhr, ist klar, ne? In der Türkei heißt, wir treffen uns um 15 Uhr so viel wie irgendwann zwischen jetzt und dein Tod. Und so ist auch mein Mann. Also wenn ich mich ganz kurz beschreiben müsste, würde ich sagen, Hardware türkisch, aber Software deutsch. Ja, das bin ich so. Und ich werde natürlich trotzdem immer noch ganz häufig auf meine Wurzeln angesprochen. Das ist auch okay. Ich habe mittlerweile sogar einen Lieblingssatz. Sag mal, hast du, was ist denn das, Migrationshintergrund? Kannst du ruhig sagen, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm? Das klingt, als hätte ich eine ansteckende Krankheit, oder? Ich sage dann immer, ja, leider. Ich habe Türkisch seit der Geburt. Ja. Es ist verrückt. Es muss auch in Deutschland irgendwo so ein Gesetz geben, wo drin steht, dass man einfach nur lauter sprechen muss, wenn man denkt, dass der andere die Sprache nicht kann. Kennt ihr das? Die sehen nur Haar- und Augenfarbe und dann gleich so, kann ich Ihnen helfen? Ganz ehrlich, Leute, die diese Logik haben, ne, das sind auch genau die, die, wenn die Batterie leer ist, bei so einer Fernbedienung einfach fester drücken. Ja? Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Und obwohl ich verheiratet bin, oder vielleicht auch weil, ich weiß es gar nicht so genau, ich werde immer noch ab und zu von Männern angesprochen. Schrägerweise sind es aber immer so, ist das so der gleiche Typus. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, wie es den Frauen hier heute geht, aber bei mir sind das immer so diese hier. Und ich zeige euch das mal, damit ihr ein Bild habt, ja? Ey, Mädchen! Ey, Kleine, wo gehst du? Komm mal her, gib mal einen Kuss. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich meine, klar, das sind Männer, die sind an sich auch sehr hilfsbereit und freundlich. Die kommen ja auch ganz gern zu Zehnt und fragen, ob du ein Problem hast. Ihr kennt das auch, ne? Und genau so einer hat sich vor kurzem in einer Bar vor mir aufgebaut. Das war so ein gefühlter 200-Kilo-Typ. Und dann hat der an meinen Haaren gerochen, so. Und da ist mir eine Sache wieder mal aufgefallen. Du kannst an der Stelle sagen, was du willst. Na, suchst einen neuen Conditioner? Oder nee, sorry, lass mal du, ich bin schon verheiratet. Du könntest auch sagen, Spargel besteht zu 90% aus Wasser. Es ist völlig egal. Wenn deine Antwort nicht lautet, oha, ich schwöre, ich habe mein Leben lang nur auf dich gewartet. Es ist erstaunlich, weil dann folgt, und ich zitiere ihn jetzt, ja Mann, verpiss dich doch, du bist sowieso voll hässlich. Im Ernst?
ich meine, das macht doch keinen Sinn, oder? Und dann bist du auch gleich voll hässlich, wie unhöflich. Und da frage ich mich echt oft so, was stimmt mit uns Menschen eigentlich nicht? Was ist los mit uns? Weil wie soll ich denn jetzt meiner Tochter, die ist gerade 8 geworden, wie soll ich ihr erklären, dass so Respekt und Freundlichkeit mit der Wortwahl und vernünftiger Aussprache beginnen, wenn wir im Supermarkt stehen und vor uns an der Kasse sind 2 Typen und der eine sagt zu dem anderen, Digga, schwicke deine Mutter, egal auch wenn hässlich. So schnell konnte ich meiner Tochter gar nicht die Ohren zuhalten, ne? Ich so, sorry Jungs, geht's noch? Boah, wenn ich sowas höre, dann wird mir echt schlecht. Es heißt, ich ficke deine Mutter, egal auch wenn sie hässlich ist, oder? Was ist denn das bitte für eine Grammatik, ja? Ich hab dir das auch nochmal erklärt, weil ich meine, Spicke ist halt einfach kein Wort, ne? Ich so, Jungs, ich und deine Mutter. Das Subjekt fickt das Objekt, das ist doch ganz einfach. Das hat sogar meine Tochter kapiert, ne? Und was sagen die beiden Typen am Ende? Gut erklärt. Wallah, ich schwöre, du bist echt nett. Gib mal deine Nummer. Nein! Dankeschön. Aileen Lefkeli. Gülle, Gülle. Gülle, Gülle heißt übrigens nichts Schlimmes, sondern nur Wiedersehen auf Türkisch. Ich bin immer ganz fasziniert, ja, welchen beruflichen Background meine KollegInnen hatten, bevor sie dem Ruf der Bretter, die die Welt bedeuten, gefolgt sind. Ich zum Beispiel habe ja damals in meiner Jugend, also so circa 2015, habe... ganz dünnes Eis, linke Seite, ganz dünnes Eis. Da habe ich ja eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Ja, ich habe auch mal was Anständiges gelernt, nicht? Mein Vater würde jetzt sagen, und was hat's genützt? Na komm, für das Wort Fremdsprachenkorrespondentin gibt es schon 72 Punkte bei Scrabble, nicht? Außerdem habe ich seitdem ein ausgeprägtes Interesse an Fremdsprachen, Akzenten, Dialekten, nicht? Ja, das hat mich schon oft weitergebracht im Leben. Nicht? Also ja, ich habe zum Beispiel, ich kann Lieferschwierigkeiten, Strompreiserhöhung oder Krampfadernkompresse in 8 Sprachen. Ja. Und was habe ich dadurch nicht schon alles für Menschen kennengelernt auf der Welt? Allein damals in diesem Hotel, dieser Liftboy, Gott, was war der lustig. Da hat sich herausgestellt, dass der eine deutsche Oma hatte. Ja, ich glaube, die hieß Granny Smith oder so. Und der wollte unbedingt, dass ich ihm ein paar neue German Words beibringe. Das habe ich natürlich gemacht, ganz selbstlos. Ganz viel Blödsinn habe ich ihm natürlich auch beigebracht. Sein Lieblingsding war leck mich fett. Also das hat er geliebt. Sag, das musst du jetzt immer machen, wenn deutsche Touristen da sind. Are you from Germany? Leck mich fett. Ne? Dritter Stock, leck mich fett. Ne? Es gibt ja so Sprachen, die erscheinen uns irgendwie einfacher, wenn wir sie erlernen wollen. Und vor anderen haben wir ein bisschen Schiss. Ne? Bei asiatischen Sprachen, sind wir mal ehrlich, da haben wir Mitteleuropäer doch immer so einen Heidenrespekt vor, nicht? Zu Recht. Ein falsches Mayo, Juju. Und du hast irgendwie eine Familienfehde angezettelt, nicht? Philippinisch allerdings ist zum Beispiel gar nicht wirklich schwierig für uns Europäer. Nein, Philippinisch ist ziemlich einfach. Ich kann euch ratzfatz schnell ein bisschen Philippinisch beibringen. Pass auf. Magadang Gabi. Magadang Gabi. 2, 3. Oh, wie toll. Das heißt guten Abend. Oder Salamat. Salamat. 2, 3. Salamat. Toll. Das heißt Dankeschön. Oder hier, warte mal. Budanginamo. Budanginamo. 2, 3. Budanginamo. Das heißt Hurensohn. Aber es klingt toll, oder? Ja. Es ist ja oft so, dass in einer anderen Sprache Sachen besser klingen, nicht? Zum Beispiel das spanische Wort Mujer de Limpieza heißt nichts anderes als Putzfrau. Wobei, komm, es ist nicht immer so, dass in einer Fremdsprache alles besser klingt. Ach nö, es gibt auch Ausnahmen. Guck mal, zum Beispiel Nutzpflanzen auf Holländisch, nuttige Planten. Süß, oder? Ja. Oder Marmorkuchen auf Schwedisch, Tigerkaka. Oh, ein Traum.
Die deutsche Sprache muss sich oft vorwerfen lassen, dass wir so gar nicht blumig und bildreich sind, sondern so kalt, knapp und präzise. Das muss ja auch nicht unbedingt immer ein Nachteil sein, oder? Guck mal, ich meine, wer kennt so eine Situation nicht? Du bist bei der Familie eingeladen oder bei Freunden, es war ein schöner Abend, lecker essen, trinken. Es wurde spät, nicht? Und dann irgendwie denkst du so, oh, wie leitest du diesen Aufbruch ein, diesen Moment, nicht? In England zum Beispiel, da eiern die ja ewig rum. Oh gosh, it's terribly late, darling. I think we should better leave you now, because we have to get up very early tomorrow morning. Thank you for this wonderful evening, but we really have to leave now. In Deutschland ein Wort. So. Und, meine nächste Gästin spricht auch eine deutliche Sprache. Hier ist für euch Mia Petrov. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich habe 2 Kinder zu Hause, deswegen stehe ich auf der Bühne. Anders kommst du abends nicht weg. Ja, also, aber ich muss sagen, Kinder haben ist wirklich was Schönes. Ne? Es verändert so den Blick auf die Dinge, auf so vieles. Verspätungen bei der Bahn zum Beispiel. Ja, du sitzt im Zug, der Zug bleibt stehen auf freier Strecke. Du siehst genau, wer Kinder zu Hause hat und wer nicht. Ja? Ja? Die ohne Kinder gleich so aggro. Die Bahn bleibt immer stehen, ich fahre nicht mehr mit der Bahn. Ja, die mit Kindern. Yes. Ja, ja, ihr könnt es, ja. Also meine Kinder sind da echt super, die sind jetzt auch nicht so, dass jetzt die Mama so die ganze Zeit so brauchen, also so analog, ja, die haben ihr Tablet, da habe ich so eine Mama-App drauf gespielt, ja, die finden sowieso meinen Avatar viel besser als mich, ja, so ich habe das so personalisiert, auch so Standardsätze eingesprochen, ja. Paula, zieh jetzt mal die Jacke an. Ja, da kann man alles essen, was da dran ist. So, ja, das ist, ja, die jetzt gerade bringen die sich auch selber mit dem Tablet ins Bett. Elon Musk liest noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und ich kann mich dann nachher vom Hotel aus per Kamera zuschalten. Und die restliche Nacht die Atemgeräusche kontrollieren läuft. Ja. Aber es ist ja Wahnsinn. Ne? Es ist ja alles mittlerweile digitalisiert. Es gab ja vor einigen Jahren noch Dinge, für die hast du das Haus verlassen. Ne? Um was zu erledigen, ja? Um was zu besorgen, um was zu kaufen. Da hast du auch einmal geduscht. Ne? Ja. Zähne geputzt, der ein oder andere hat vielleicht sogar Haare gekämmt. Ja? Ich meine, wann duscht man jetzt noch? Ja, vielleicht einmal im Jahr, ja? Wenn man mal ein neues Profilbild für seine Tinder-App braucht. Ja? So, aber sonst, du kannst ja alles per App machen. Ich meine, Wahnsinn, ja? Aber das Ding ist halt, du brauchst ja zu jeder App ein Passwort. Ja? Und nicht nur ein Passwort, nein, du musst es ja am besten alle 5 Wochen aktualisieren. Das ist Wahnsinn. Ja? Weiß jemand von euch wirklich alle seine Passwörter, die er oder sie in den letzten 2 Jahren vergeben hat für irgendwas? Habt ihr wirklich alle eure Passwörter auch in der Cloud gespeichert? Und wisst ihr am Ende des Tages auch noch das Passwort für die Cloud? Ich bin da raus, ja. Und dann sollst du die auch noch aktualisieren alle 5 Wochen. Ich meine, ganz ehrlich, willst du mit jemandem zusammen sein, der alle 5 Wochen seine Passwörter aktualisiert? Ist doch nicht schön. Ne? So. Passwörter aktualisieren, das ist ja so ein bisschen digitale Bauch-Beine-Po-Gymnastik, sage ich immer. Ne? So, jeder weiß, man soll das machen. Ja, aber
Mach mal. Ja, ich nehme es mir mal vor, ja? So Silvester, Neujahr, ja? Schreibe ich sie mal auf die Liste mit den guten Vorsätzen dieses Jahr. Wirklich mal alle 5 Wochen alle Passwörter aktuell. Ja, und nicht nur den Geburtstag von der Oma, ne? Sondern so richtig, ja? So verschiedene Buchstaben, Groß-, Kleinschreibung, verschiedene Ziffern, Punkt, Komma, Strich. Da benutze ich auch immer die Tasten, die auf meiner Tastatur noch ganz fettfrei sind, weil ich da noch nie drauf getippt habe. Ja? Das Paragraphenzeichen zum Beispiel. Oder was gibt's noch? Dieses Und-Zeichen, dieses geschwungene Und-Zeichen, das so aussieht wie so ein Notenschlüssel, wo ich mich immer frage, warum ist auf einer Apple-Tastatur 2022 eigentlich noch dieses Und-Zeichen? Das kann überhaupt keiner mehr schreiben, ne? Wenn man das im echten Leben versucht. Man weiß ja auch nie, wo man ansetzen soll. Ja, das. Wann benutzt man das? Einmal im Leben, wenn man seine Hochzeitseinladungen... Ja. Haben einige gemacht, ja. Wenn man seine Hochzeitseinladungen am Computer selber gestaltet. Ja. Kevin und Katharina 02022022. Ja. Dann weiß aber auch der dümmste Hacker, welches Passwort die Katharina die nächsten 2 Jahre verwendet. Ja. Ich meine. Ich mache das dann wieder so ganz analog. Ich habe so ein altes Schulbuch mit so ganz abgewetzten Seiten und da schreibe ich die dann mit der Hand rein. Und ich verrate jetzt allerdings nicht, wo dieses Heft bei mir zu Hause liegt. Aus Sicherheitsgründen. Ich weiß ehrlich gesagt selber gar nicht, wo das Heft zu Hause liegt. Aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich ja manchmal so Passwort-Phantomschmerzen. Ich suche ja auch manchmal so ein Passwort, wenn ich vielleicht gar keins brauche. Letztens wollte ich die Kinder aufwecken, stand davor und habe gedacht, oh, Passwort vergessen. Ne? Wie gehen die an? Ne? Aber dann ist mir wieder eingefallen, ja, Name des Kindes und Geburtsdatum. Hatte ich noch mal Glück. Vielen Dank. Das. Mia Pickloff. Man liest doch immer wieder von der Landflucht, oder? Dass Menschen vom Land weg in die Stadt ziehen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass dieser Trend sich so ein bisschen umgekehrt hat, oder? Ich meine, ja, kennt ihr doch, oder? Vorher waren da Wiesen, Felder, Wälder. Und plötzlich schießen da die Neubaugebiete aus dem Boden, dass selbst die Pilze neidisch werden. Ich meine, ich wollte nach vielen Jahren in der Stadt auch wieder zurück aufs Land. Das ist gar nicht so selten, dass ehemalige Landkinder wieder zurück wollen, gell? Ja, oftmals, wenn sie eigenen Nachwuchs erwarten. Gut, das ist jetzt bei mir jetzt. Also. Weiß jemand, wie man ein 90-Monats-Kind nennt? Nein? Na komm, das wäre definitiv eine Spätgeburt. Aber dafür dürfte er gleich seinen Führerschein machen, wenn er draußen ist, der Kleine. Nein, wirklich immer. Immer mehr Städter ziehen aufs Land. Das kann super klappen. Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie man persönlich tickt, ja. Ich meine, es soll ja Stadtmenschen geben, die glauben, dass sie aufs Landleben vorbereitet sind, weil sie ihren Tofu-Feta im Bio-Supermarkt kaufen. Jacken von North Face tragen und die Landlust abonniert haben. Ne? Und die sind natürlich dann immer völlig überrascht, dass sie auf dem Land nicht die ganze Zeit mit Gummistiefel und Tweetjäckchen durch die Gegend laufen und vor lauter Langeweile den ganzen Tag irgendwelche Deko-Hartriegelkränze basteln, ne? Und nicht den ganzen Tag Schafe schubsen. Das tun wir nur, wenn die auf der Seite liegen. Ne? Das kann wunderbar klappen. Ich meine, am meisten überrascht sind die natürlich dann, wenn sie feststellen, dass das Landleben Geräusche macht und sogar riecht. Ja, also ich meine, das hätte man von dieser hübschen Kuh auf der Titelseite aber nun wirklich nicht gedacht. Dass die Flatulenzen hat, na sag mal. Und dieser Hahn, der da morgens immer kräht, sag mal, das macht er doch mit Absicht. Da muss man doch was dagegen unternehmen. Und schon träumt der ein oder andere wieder vom Kükenschredder, nicht? Ja, böse, nicht? Ja, schlimm. Ganz schlimm. Ich sage immer, macht euch locker und benutzt euren gesunden Menschenverstand.
auch vor den Einheimischen, vor den Ureinwohnern musst du natürlich keine Angst haben. Ja, ich weiß, man sagt immer, leg dich nicht mit Landkindern an. Sie kennen Orte, an denen dich niemand mehr findet. Aber so schlimm sind die gar nicht, nicht? Gut, von der Gülle im Trinkwasser phosphorisieren sie nachts. Was aber kein Nachteil sein muss. Im Gegenteil, wenn die dir nachts in der dunklen Nacht den Weg nach Hause leuchten, ist doch praktisch, nicht? Und wie kommt man am besten in Kontakt mit den Einheimischen? Da würde ich sagen, goldene Regel lautet, immer grüßen, wenn dir jemand entgegenkommt. Ja, ich musste als Kind alles grüßen, was mir entgegengekommen ist. Alles. Menschen, Trecker, Haustiere, alles. Und wehe, ich habe nur einmal nicht Grüß Gott gesagt. Oh, da wurden die Eltern aber sofort informiert, was sie für ein unhöfliches Kind hatten. Nicht? So Stadtmenschen erkennst du immer sofort, die gucken dann immer so verschämt und wortlos zur Seite. Nicht, als ob der nette ältere Mann gar nicht Guten Morgen gesagt hätte, sondern tot allen SUV-Fahrern, du Kackbratze. Meine Empfehlung, einfach locker machen, nicht? Locker machen, dann kann das Landleben sogar richtig Spaß machen. Ach ja, natürlich, das ist gar nicht so selten, dass du eine Tüte Mehl bei der Nachbarin, die ausborgen willst, und klingelst da und zwei Stunden später kommst du sturzbetrunken raus und klingelst bei der Nächsten ohne Mehl, nicht? Auch das Blinken beim Autofahren kannst du dir auch klemmen, nicht? Ich meine, die meisten kennen dich eh und wissen, wohin du fährst, nicht? Gut. Je nachdem, wo du wohnst, kann es natürlich sein, dass das Internet ein bisschen langsamer ist. Aber ich meine, die wichtigsten Informationen kriegen wir schon mit. So ist es nicht, nicht? Dass die Beatles sich getrennt haben, das hat meine Nachbarin gestern Nachmittag allerdings echt fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dafür lernen eure Kinder halt auf dem Land Dinge, die sie nirgendwo anders lernen, nicht? Ja, also dass zum Beispiel Kühe nicht lila sind, nicht? Ja, dass man niemals an einen Elektrozaun pinkelt, schon gar nicht als Frau. Wie eine frisch gemähte Wiese riecht, nicht, dass man für Weihnachtsbäume gar nicht bezahlen muss. Dass die Feuerwehr die besten Feste feiert. Und das Wichtigste, dass gelber Schnee kein Zitroneneis ist. Egal, ob auf dem Land oder in der Stadt, sie ist überall lustig. Und musikalisch noch dazu. Hier ist für euch Nessie Tausendschön, heute mit großem Orchester. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin mit einer neuen Nummer da und dazu gibt es eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich während des langen Lockdowns mit einem Kollegen telefoniert und wir haben uns gegenseitig Leid geklagt, wie schwer es doch ist, in Zeiten der Irrelevanz überhaupt kreativ zu sein, neue Texte zu schreiben. Und ich wollte eigentlich ein neues Programm schreiben, aber ich hatte nur ein Lied fertig, das habe ich dem Kollegen gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, naja, ein Lied habe ich und das Lied heißt, es ist nicht so, dass ich an meiner Scheide leide. Wenn Sie wollen, Sie können gerne mitsingen bei Es ist nicht so, dass ich an meiner Scheide leide. Und auch die Männer, vielleicht gibt euch das ja was, dass ihr euch besser in uns reinfühlen könnt, wenn solche Worte über die Lippen kommen. Das kann schön sein. Das kann schön sein. Ich glaube, ich fühle mich so, dass ich auch ein wenig Ausdruckstanz in dieses Lied hineinpfropfen werde. Eine Ode an die Gleichberechtigung. Wisst ihr, Leute freuen sich auf Ausdruckstanz. Die müssen wirklich hungrig sein. Als Kind immer ein Junge sein, meine Mutter machte sich schon Sorgen. Ich habe sogar deswegen geweint, ich wollte mir einen Schniedelwutz borgen. Nur für eine Woche oder ein Jahr,
nur um zu sehen, ob es wirklich besser war. Warum, ich weiß es länger schon. Mein Vater wollte wohl einen Sohn. Und auch wenn ich die Männer still beneide, ist es auch nicht so, dass ich an meiner Scheide leide. An meiner Scheide leide. Nein, ganz gewiss nicht. Ich bin sogar sehr glücklich. Ich bin sogar ins Detail gegangen, hab die Haare kurz geschnitten und angefangen, mir einen Wattebausch in die Hose geklemmt, mich mit Jungs geprügelt und nicht mehr gepflennt. Wenn mein Bruder immer den Rasen mähen wollte, nie aus Gerechtigkeitsgründen nie abwaschen wollte. Denn eines war mir schon recht früh klar, Gerechtigkeit ist für die Jungen da. Und auch wenn ich den Abwasch gern vermeide, ist es auch nicht so, and everybody, dass ich an meiner Scheide leide. An meiner Scheide leide. Nein, ganz gewiss nicht. Ich bin sogar sehr glücklich, auch als Frau. Sadambari, sadambari. Ausdruckstanz. Vielleicht werde ich sogar twerken, aber ich weiß es noch nicht. Der Gender Pay Gap ist ungerecht. Da werde ich wütend, hey, und mir wird ganz schlecht. Die Männer haben mehr Macht und mehr Geld. Und wir Frauen wollen doch einfach nur die Hälfte dieser Welt. Ich bin sehr glücklich, auch wenn ich Wildpinkeln vermeide. Viel zu oft fress ich sogar Kreide, weil ich so wie ich bin, mich für Harmonie entscheide und ganz gewiss nicht an meiner Scheide leide. Scheide leide. Ich schwöre tausend Eide. Liebe Männer, ich tue euch nicht zu leide. Auch wenn ich die gläserne Wand viel lieber zerschneide. Ihr liebt die Technik und ich mag Geschmeide. Ihr esst Fleisch, ich lieber Getreide. Und eins wissen wir doch alle beide. Ich mähe jetzt die Weide. Ja, ich mähe jetzt die Weide. Denn ich habe einen Aufsitzrasenmäher. Surumdali, Surumdali. Nessie Tausendschön, begleitet von William McKenzie und MusikerInnen des WDR-Funkhausorchesters. Das war schon. Und ich sage danke an meine wunderbaren Kolleginnen, Mia Petrov, Eileen Lefkeli und Franziska Wanninger. Als Künstlerin musst du heute schon gucken, wo du bleibst. Ne? Ich meine, bei diesen Energiepreisen, dann brauchst du ja heute schon 3 ausverkaufte Mehrzweckveranstaltungshallen pro Abend, bloß weil du einmal die Waschmaschine und den Trockner anmachen willst. Deshalb habe ich jetzt ein zweites Standbein. Hamsterverkäufe. Toll, oder? Natürlich sind da Hamsterbacken total verkaufsförderlich. Ne? Ich habe meine frische Theke, eine üppige Theke, Tiefkühlabteilung und frisch gebackene Brötchen. Ist das glutenfrei? Und tschüss.
Gut, die Kundschaft muss ich mir natürlich noch ein bisschen erziehen. Aufgepasst! Die original fränkische grobe Landleberwurst ist heute im Angebot. Nur 5,99. 5,99. Geht doch. Also, bis zum nächsten Mal.